Also, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von uns. Heute gibt's mal wieder was zum Thema Baby. Und zwar haben wir uns jeder so unabhängig voneinander, also ohne dass man weiß, was der andere aufgeschrieben hat, eben aufgeschrieben. Was unser kleines Würmchen so, was da gerade schmatzt, im ersten Monat, also in den ersten 4 Wochen, so gemacht hat, also was es gelernt, was er gelernt hat. Ja, es ist ein kleiner Junge, haben wir glaube ich noch nicht verraten. Nee. Wo hat ja noch keiner nachgefragt. was er gelernt hat, was er angefangen hat zu machen. So Entwicklungsschritte, genau, sowas, das ne? wäre das Wort gewesen, ja. Ja, also im Prinzip so ein kleiner Überblick über den ersten Monat. Ich denke mal, das ist auch gerade Leute, die Eltern werden, vielleicht auch so ein bisschen interessiert, so wie man sich den ersten Monat so vorstellen kann. Klar, lass dir schmecken. Klar, sagt die Hebamme einem viel und irgendwelche Bekannten und sowas, aber wir dachten, wir machen da jetzt so ein Video draus. Einerseits ist das für uns, glaube ich, ganz cool, da sozusagen sich nochmal so zurück zu erinnern und dass wir das, was wir jetzt aufgeschrieben haben, auch aufgeschrieben haben, einfach für später als Erinnerung. Und andererseits können wir wirklich ganz live davon berichten. Also er ist jetzt 8 Wochen alt und wir berichten jetzt so von den ersten 4, 5, vielleicht auch 6 Wochen, aber ungefähr vom ersten Monat. Also als ersten Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, dass er teilweise den Kopf echt dann gegen Ende des, oder ja, schon mitten im ersten Monat angefangen hat, sehr, sehr lange oben zu halten und sehr, sehr interessiert durch die Gegend zu gucken. In der Bauchlage, und, ne? Ja, also, ja, in der Bauchlage, Rückenlage nicht. Das ist, ja, das ist auch viel anstrengender. Aber wenn man da auf den Bauch gelegt hat, dann ja, hat er schon sehr interessiert alles angeguckt. Ich denke, dass es auch wie so zeigt, wie viel Kraft er hat. Also, oder dass er eben viel Kraft hat. Dann, dass er auch wirklich dabei alles beobachtet. Das kann man jetzt wirklich erst, würde ich sagen, gegen Ende des ersten Monats. Ja, es heißt ja irgendwie, in der ersten Woche interessiert die noch gar nichts und da sehen die auch nichts scharf. Dann irgendwie bis zur zweiten Woche sehen die dann, fangen die an, langsam was scharf zu sehen. Und dann das ist da irgendwie verkehrt rum. Ja, am Anfang ist alles verkehrt und dann wird es erstmal bis zur zweiten Woche richtig rum. Und dann ab der zweiten Woche, dann wird es so, dass die Sachen in der Nähe scharf sind. Und dann fangen die sich auch erst da dann an, dafür zu interessieren. Ja, genau. Und sobald er sozusagen angefangen hat, sich für irgendwas zu interessieren, hat er sich dann auch extra so das Köpfchen angehoben, um Sachen zu sehen. Ja. Also vorher hat er es angehoben, um es mal auszuprobieren, aber eben nicht lange, weil es hatte ja jetzt keinen tieferen Sinn oder kein Ziel. Dann, das kam jetzt auch eher zum Schluss, dass ihm auch teilweise echt langweilig wurde, wenn er nichts beobachten konnte. Weil am Anfang lag er halt da und war in Ordnung, wenn er satt war und ja, keine Bedürfnisse hatte, war er zufrieden. Aber wenn man jetzt einfach nicht vor ihm oder vor ihm sichtbar irgendwas macht, also keine Ahnung, ihm reicht es auch teilweise, wenn wir einfach abwaschen, kochen, essen, irgendwas machen. Aber wenn wir halt gar nichts machen, einfach nur teilweise, wenn er satt ist oder so einfach im Bett liegen oder er uns nicht sieht, dann wird ihm echt langweilig und dann beschwert er sich auch. Das fand ich echt süß. Ja, also am Anfang konnte man ihn einfach ins Bett legen nach der Mahlzeit und er hat nach oben geguckt, eine weiße Decke, er hat noch so einen Betthimmel, aber der macht ja auch nichts, also der bewegt sich auch nicht und das war okay, er lag ein Stückchen wach da und irgendwann hat er halt geschlafen, aber das ist jetzt nicht mehr so einfach, also je mehr er sich für seine Umwelt interessiert, desto mehr muss er auch unterhalten werden. Und zwecks Thema, er hat dann einfach geschlafen, das war am Anfang auch so, da hat er eigentlich den ganzen Tag geschlafen, außer wenn er gegessen hat, also wirklich den ganzen Tag. Also lass ihn vielleicht mal so über den Tag verteilt nach dem Essen und vor dem Essen 2 Stunden wach gewesen sein, wenn überhaupt. Wahrscheinlich den Rest hat er geschlafen. Naja, beim Essen nicht. Und das Essen dauert eben ja auch beim immer. Essen nicht. Nee, okay, aber da ist von Essen und dann vor und nach dem Essen. Also das heißt, die Zeit vom Essen nicht mitgerechnet. Nee. Weil das ist ja auch ungefähr mindestens eine halbe natürlich, Stunde. Natürlich. Jede Mahlzeit, ja. Ja, und das ist aber auch mittlerweile weniger geworden. Was? Also gefühlt hat er am Anfang eine Dreiviertelstunde gegessen. Ja, manchmal hatte er so komische, so ganz, ganz, ganz lang gegessen und dann beim nächsten Mal nur ganz, ganz kurz und das ist jetzt wirklich sehr gleichmäßig geworden. Das ist eigentlich immer eine halbe Stunde ungefähr.
Und was ich dazu noch sagen wollte, wegen dem Schlaf, weil das steht bei mir auch hier gleich als zweites, er hat ziemlich schnell nachts eine längere Schlafphase gehabt. Also übrigens am Tag war es immer so, dass er alle 4 Stunden eigentlich gegessen hat, wenn alles normal war und wir seinen Rhythmus irgendwie auch mit eingehalten haben und sowas. Er schnarcht übrigens gerade, weil er schläft mal zur Abwechslung. Ja, und auf jeden Fall hat er dann nachts so immer eigentlich ziemlich oft eine 5 oder 6 Stunden Schlafphase. Jetzt vor kurzem war es auch mal eine 8 Stunden Phase, das war für uns ganz angenehm. Ja, hat er eigentlich nachts gehabt. Ich weiß nicht, also meine Vermutung ist, dass es daran liegt, dass es dunkel und leise ist. Normalerweise stört ihn Lärm und alles nicht und auch Licht nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass er merkt, dass es dunkel ist, dass es ganz leise ist, dass er uns vielleicht die ganze Zeit gleichmäßig atmen hört, was weiß ich, merkt er, dass was anderes ist. Und merkt er einfach so eine Ruhe. Und ich denke mal, dass es bei ihm auch diese eine lange Schlafphase sozusagen begünstigt. Klar hat er die nicht immer eingehalten, aber das die meiste Zeit. Also ja, das ist wirklich, sagen alle, das ist wahrscheinlich mal einen Tag oder so, wo er wirklich regelmäßig seine 4 Stunden hat oder 2 Tage. Ja, also die erste Nacht, direkt nach der Geburt, hat er 7 Stunden geschlafen, aber auch wahrscheinlich, weil er total fertig war. Da sollte ich ihn dann nach den 7 Stunden sogar wecken, weil die meinten, dass er sonst verhungert, keine Ahnung, oder so. Es war auch ganz gut, dass ich ihn da geweckt habe, weil er hat dann nämlich gleich seinen ersten Haufen in die Windel gemacht gehabt. Das war früh 4:30 oder 5 oder so. Also das war gleich am zweiten Tag, also da war er noch nicht mehr 24 Stunden auf der Welt. Nö. Ja, da gab es schon den ersten Haufen. Ja, und zwecks Schlafen, weil ich angefangen hatte mit, am Anfang hat er sehr, sehr viel geschlafen. Jetzt gerade schläft er, aber ansonsten ist er auch einfach mal wirklich 1-2 Stunden wach, beobachtet alles und ja, brabbelt vor sich hin. Also er brabbelt noch nicht wirklich, aber macht trotzdem immer mal ähnliche Geräusche. Ja, das stimmt. Also man hört, dass es wirklich ähnliche Sachen sind, die er da von sich gibt. Ja, und am Anfang war er eigentlich eher still. Also er hat eher nur so gegrunzt oder geschrien, wenn er Hunger hatte, aber auch nicht richtig geschrien. Nee, also das ist wirklich, entweder war es leise sozusagen, also nicht so übelst laut, oder es war einfach nur ganz kurz und eher so wie so Beschweren, wenn es halt ihm nicht schnell genug ging. Aber Er hat auch eigentlich nie so richtig ohne Grund geschrien. Dann habe ich aufgeschrieben, da bin ich mir nicht sicher, was mich dann mehr wundert. Also ich habe aufgeschrieben, einfach dieses Bäuerchen machen, Rülpsen, Aufstoß, wie auch immer. Erstens, dass es am Anfang eigentlich gar nicht gemacht hat. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also ich glaube, kann sein, dass es voll normal ist. Aber ich bin halt einfach davon ausgegangen, das machen die direkt. Weil halt die Luft essen sie ja immer mit. Hm. Auch von Anfang an. Ja, das hat man auch gehört. Also er hat lautstark getrunken und so. Und hat aber am Anfang nie irgendwie Luft von sich gegeben. Und jetzt seit am Anfang kam immer mal ohne Vorwarnung zwischendurch, auch ohne dass er gegessen hat. Dass er gespuckt einmal hat, was, ne? Oder hat gespuckt. Ja. Richtig gespuckt oder es kam wirklich mal ein bisschen Luft. Aber jetzt seit so 2 Wochen vielleicht. Nee, länger. Wochen. Wir sind ja schon im 2. Monat und. Ja, okay, dann vielleicht seit. Seit Ende des 1. Monats, vielleicht wo er 3, 3,5 Wochen oder so alt war, ne? So lange schon? Dass er jetzt richtig doll. Einen Rülps haben möchte? Ja, nach seit jeder Seite. Genau, oder? Wo er einen Monat. Ja, das vielleicht. Da war es eigentlich so, dass er danach, nach der Mahlzeit, einmal gerülpst hat, aber da kam noch nicht so viel mit. Und nee, jetzt ist eigentlich. Nach jeder Seite, ja. Und dann auch teilweise, dass es mir in den Rücken runterläuft. Ja, weil also am besten kann er wirklich so, wie man es halt auch machen soll, also wenn man ihn hier so hoch nimmt eben, und wenn er der Kopf halt hinten so ein bisschen runter guckt und dann, na. Aber es ist ja gut und er meldet sich auch, wenn er rülpsen muss. Wenn nicht, dann ist es okay. Also es gibt auch Mahlzeiten, wo es nicht ist, aber dann beschwert er sich halt auch nicht danach. Dann ist Ruhe und keine Ahnung. Aber wenn er rülpsen muss, auch während der Mahlzeit, beschwert er sich bis auch vorhin. Mitten beim Essen läuft ihm gefühlt das ganze Essen, was er vorher gerade zu sich genommen hat, aus dem Mund. Und ich saß mit ihm da in der Pfütze. Aber das ist auch noch nicht vorgekommen bis jetzt. So, wir haben jetzt eben nochmal die Kamera gewechselt, beziehungsweise wechseln müssen, weil Speicherkarte voll und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich
beim Rülpsen. ja, und zwar hat es mich gewundert, dass er wirklich schon jetzt, seitdem er, ich sag mal, regelmäßig rülpst, also nach den Mahlzeiten, bis jetzt auch zwischen der Mahlzeit, dass es auch wirklich klingt wie bei einem Erwachsenen, also laut und wirklich, ich sag mal, mit Stimme. Oder versteht ihr mich bestimmt? Bestimmt nicht, aber ist egal. Ganz normal. Also ich dachte halt, das ist einfach nur so ein kleines Blubbern, wo dann einfach was mit rausläuft. Aber teilweise ist halt wirklich komplett ohne, dass was rausläuft, einfach nur mega viel Luft, die dann aus ihm rausfällt. Dann habe ich als nächsten Punkt aufgeschrieben, dass er wirklich immer mehr anfing, nach irgendwelchen Sachen zu greifen. Also gerade nach Hannas Haaren und Klamotten, Fingerhaare, Klamotten, alles. Noch unabhängig oder krasser als bei dem Greifreflex am Anfang, wo er einfach beim Finger so zugepackt hat, sucht er sich jetzt auch was. Also nicht nur, wenn man ihm eben was in die Hand legt, sondern nimmt er auch selbst, dass er da irgendwie was merkt und dann meine Haare so, und dann hält er die aber auch ein Stückchen fest. Ja, und gerade wenn er hochgenommen wird, wie wenn er versucht, sich selbst noch ein bisschen festzuhalten, dass er nicht runterfällt. Dann, dass er oft einfach auch nur mal kurz hochgenommen werden will, um zu kuscheln. Ja. So kommt es ihm zumindest vor, das kann auch sein, dass das mit der Langeweile ist. Also klar, wenn ihm langweilig ist, einfach hochnehmen, kuscheln reicht auch schon teilweise. Na klar, was denn sonst? Ja, unterhalten, indem er was sieht. Ja, aber, genau. Ja. Ja, was ich sehr krass fand, dass er gefühlt ab dem ersten Tag, sobald man ihn hier gerade so auf sich gelegt hat, also Bauch an Bauch, dass er versucht hat, so wie zu krabbeln, also sich vorwärts zu bewegen. Klar, er kommt immer noch nicht vorwärts, aber es wäre auch ganz schön zeitig, du schäumst aus dem Mund. Das habe ich auch aufgeschrieben, dass er seine Zunge entdeckt hat ab der zweiten Hälfte des ersten Monats und dann immer mal so kleine Spucke-Schaumblasen am Mund hat und das manchmal auch rausläuft. Eigentlich voll süß. Ja, wie gesagt, das wegen dem Krabbeln, sobald er eigentlich bei einem von uns auf dem Bauch liegt, versucht er sich, also mit den Armen noch nicht, die zappeln meist nur oben irgendwo rum und ganz am Anfang lagen sie einfach nur da, aber die Beine strampeln schon so richtig, wie wenn er krabbeln will, also ein Bein angezogen, das andere ausgestreckt und dann andersrum, aber auch meistens noch in der Luft, also noch nicht so auf dem Boden oder auf dem Bauch dann bei uns, dass er irgendwie vorwärts kommen könnte. Ja, und wenn er das ein Stück versucht hat und merkt, es passiert nichts, beschwert er sich, so wie wenn er frustriert ist, dass er nicht vorwärts kommt. Als wenn er genau wüsste, wie das dann sein muss. Aber man merkt es ja wirklich auch schon, dass man ganz mit Kraft macht, weil wenn man den Arm dahinter legt, springt er einen teilweise fast an. Ja. Also wenn man ihn so unter seine Füße legt, dass er was zum Abstoßen, dann kommt er schon ganz gut vorwärts. Aber er hat halt sein Bauch noch nicht oben und den Oberkörper noch nicht oben oder so. Also er liegt noch komplett da. Ich habe noch was aufgeschrieben, was ich krass fand oder wo ich gar nicht mir überhaupt Gedanken drüber gemacht hatte, über seinen Stuhlgang. Also ich hatte halt was gelesen, aber auch nur kurz vorher habe ich was nachgelesen, um zu wissen, mit wie oft muss ich denn rechnen, weil da macht man sich einfach keine Gedanken drüber. Und also an der ersten Woche war es eigentlich täglich, manchmal auch zweimal. Am Anfang ist der Stuhlgang ja so grün und da ist immer, wenn da noch Fruchtwasser im Bauch ist und so und wenn halt noch diese Milch vom Anfang ist, weil die verändert sich ja dann. Und dann, wenn der Stuhlgang normal wird, also so orange, also eigentlich total anders, erst ist es dunkelgrün, dann ist es so gelb-orange. Dann sieht aus wie Möhrenbrei. Ja. Manchmal so mit Milchstückchen, manchmal ohne. Das sieht aus wie so Körniger Frischkäse. Ja, dann ist es in viel größeren Abständen dann gewesen. Also ich habe gelesen, 1 bis 10 Tage können dazwischen sein. Bei vollgestillten Babys ist das ganz normal. Und ich würde sagen, bei ihm war es 1 bis 2 Mal in der Woche der Stuhlgang. Jetzt momentan wieder ein kleines bisschen öfter. Ja, aber so ungefähr. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er ja am Anfang immer mal so gelächelt hatte. Also nicht ganz am Anfang, aber so, ja,
keine Ahnung, vielleicht nach der ersten Woche oder so, fing er vielleicht so an, immer mal einfach nur zu lächeln und zu grinsen. Ja, eigentlich nur zu lächeln. Und dann irgendwann ging es los. Schlaf vor allem. Ja, vor allem im Schlaf. Dann ging es los, also alles natürlich noch unbewusst, auch wahrscheinlich jetzt noch. Und dann ging es los, dass er wirklich anfing, mal immer mal zu grinsen, so richtig breites Grinsen. Und das wird jetzt auch immer mehr. Ich denke, jetzt ist es nicht mehr unbewusst. Echt? Ja, weil das vor allem ist, wenn man ihn anspricht oder wenn man eben auch lächelt. Also wenn man so wirklich beim Wickeln oder so, wenn ich mich so über ihn beuge und dann was sage und eben auch lächle und dann lächelt er auch zurück. Das, denke ich, ist bewusst. Manchmal, wenn man ihn hier so anfasst oder wäscht, das habe ich auch gelesen, dass durch die Reflexe von den, was hier auch immer für Muskeln und sowas, dass er dadurch dann dieses unbewusste Lächeln macht. Also, aber ich denke mal, dass, also, oder ich denke auch, dass es normal ist, dass es jetzt anfängt, bewusst das Lächeln zu werden. Aber auch schon jetzt nicht jetzt erst, nach 8 Wochen oder so, sondern schon ein bisschen eher. Ja, vor allem, wenn man irgendwo krabbelt oder, keine Ahnung, an den Füßen oder am Bauch so streichelt, so an der Seite. Das findet er teilweise sehr lustig. Also alles noch nicht mit Geräusch oder so, dass er wirklich laut lacht, aber so ein ganz breites Grinsen kommt dann schon immer mal. Ja, manchmal ist auch der ganze Mund offen, das freut mich. Noch was? Nee, es waren erstmal alle Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Also ich habe noch ein paar allgemeine Sachen auf jeden Fall, dass er in den ersten Tagen immer mal kleine Pickelchen hatte, was ganz normal ist bei Neugeborenen, weil ja da so die Hormone sich so voll verändern, weil er irgendwie, während er noch nicht da ist, hat er ja die ganze Zeit so Schwangerschaftshormone, die er abbekommt und die sind am Anfang auch noch in der Milch und wenn die weggehen, dann kriegt er eben Pickel, weil der Körper dann merkt, hier ist jetzt was anders. Ja, und diese Pickel sind aber winzig, winzig, winzig klein, sind eher wie so kleine, na, sind keine Pickel, die sind nicht so gelb oder sowas, sondern einfach nur so kleine Hügelchen halt und die verschwinden innerhalb von Stunden teilweise, also früh war der Pickel da oder die Pickel, keine Ahnung, im Gesicht und dann später waren sie am Hals oder so. Also sie sind wirklich schnell hin und her gewandert. Ja, also am Bauch oder Gesicht oder so vor allem. Und in den ersten Tagen hat sich auch seine Haut einmal komplett erneuert, was auch ganz normal ist. Und zwar haben wir ihn nach ungefähr einer Woche zum ersten Mal gebadet. Da war der Narbel schon komplett abgeheilt. Also das hatten wir mit der Hebamme besprochen. Ja, alle haben sich gewundert, so unsere Eltern. Also der war schnell abgefallen und dann aber auch ganz gut abgeheilt eben. Und da haben wir ihn mit der Hebamme nach einer Woche, wo er eine Woche alt war, eben gebadet. Und dann fing das an, nach dem Abtrocknen, dass er sich sehr geschält hat. Und dann meinte sie aber, dass es halt eh so ist, dass Babys dann nach einer Woche oder so eine komplett neue Haut nochmal bekommen. Genau. Ja, die ersten Wochen oder die ersten Tage, wo er auf der Welt war, war es sehr warm. Also es war August, ne? Ist jetzt noch nicht so lange her. Und da hat er in seinen Hautfalten, also Babys haben ja überall irgendwie Falten, ziemlich geschwitzt. Und da kann man eigentlich gar nicht hinterher mit trocken machen, so mit so einer Spuckwindel oder sowas. Und da haben sich manchmal relativ schnell so kleine Pickelchen gebildet. Also nicht jetzt diese neugeborenen Pickelchen, sondern so andere halt. Und da hat es ganz doll geholfen, wenn man da Puder drauf gemacht hat. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Und das hat eigentlich innerhalb von wenigen Stunden gewirkt. Dann waren die Pickel weg und es war alles trocken. Also das ist auch sehr, ja, das ist zu empfehlen oder keine Ahnung. Aber wir haben sowas wie irgendwelche Cremes oder ja, sowas Babyöl. Gar nicht. Babyöl hat nee, auf die Pickel auch nicht. Nee, aber nach dem Baden, da meinte die Hebamme auch, wenn sich die Haut so schält, ist es gut, wenn man da Babyöl drauf macht, weil die dann auch sehr trocken ist und nach dem Baden die Haut auch trocken ist. Und wir baden ihn 2-mal in der Woche, also im Abstand von 3 bis 4 Tagen. Also ist jetzt nicht so, dass wir feste Badetage haben oder so. Und auf jeden Fall haben wir ihn dann immer nach dem Baden eingeölt. Also 1 bis 2 Mal die Woche. So, kurze Pause, weil Baby gelangweilt. Auf jeden Fall haben wir bei ihm jetzt in den ersten Tagen eigentlich kaum Bauchkrämpfe irgendwie gehabt. Also das kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Babys die Milch vertragen und das, was die Mutter gegessen hat. Aber ich habe eigentlich alles gegessen, also auch Zwiebel und sowas. Und er hat eigentlich
kaum Bauchkrämpfe gehabt. Auf jeden Fall, was auch ganz normal ist, aber wo ich nie so damit gerechnet hätte, ist, dass er ganz viel pupst. Da hat die Hebamme aber auch gesagt, dass es gut ist, weil dann wissen wir, dass die Verdauung funktioniert und das. Ich lege mal kurz einfach hier ein Stück, das ist entspannter. Ja, genau, also damit hätte ich auch nie gerechnet, dass Babys so viel pupsen. Was für uns ziemlich gut ist, dass er im Kinderwagen und im Autositz eigentlich ziemlich viel schläft und problemlos und somit eigentlich auch halt Autofahrten gut möglich sind oder Spaziergänge. Und wenn wir Autofahrten haben, die über 4 Stunden sind, was leider in der letzten Zeit ziemlich oft so war durch den Umzug, ist es so, dass er eigentlich 4 Stunden geschlafen hat, dann gab es eine Mahlzeit und dann hat er wieder 4 Stunden geschlafen. Und, was mich sehr verwundert hat oder was ich ziemlich krass fand, dass wir eigentlich jetzt am Ende des ersten Monats schon mit der Windelgröße 1 komplett durch waren. Wir hatten da noch keine Windeln mehr Größe 1, also es war wirklich so, dass es genau von der Menge her gepasst hat. Aber die geht auch nur bis 4 Kilo oder so. Und er wiegt jetzt nach 8 Wochen 5,5 Kilo ungefähr. Ja, und ich glaube, er hat so kurz über 4 Kilo gewogen, knapp über 4 Kilo, als wir mit der Windelgröße 1 aufgehört haben. Man hat es aber auch am Bauch gemerkt mit dem Klettverschluss. Also, dass der, also wirklich ganz am Anfang ging die so zu, dass die auf jeden Fall diese Ecken, weil die Windel hat ja vorne so, diese Klettverschlussdinger haben ja so Zacken. Ja, die haben sich berührt. Und die haben sich berührt, bis wir teilweise sogar überlappt. Je nachdem, ob er gerade was losgeworden ist zu essen, ob er gerade ganz viel gegessen hatte. Und dann irgendwann zum Schluss haben die sich nur noch von Weitem zuwinken können, diese Klettverschlussdinger. Und jetzt wir haben jetzt Windelgröße 2, die geht bis 8 Kilo, aber ich merke auch schon, dass es auch, da war es auch am Anfang so, dass die sich wieder wirklich so getroffen haben. Bis 6 Kilo. Nee, bis 8. Aber die Größe 3 fängt schon bei 6 Kilo an. Das heißt, wir könnten dann auch gleich umsteigen. Aber jetzt ist es so, dass die vielleicht so sind. Und bei der Windelgröße 1 war es am Ende dann halt so, der Abstand. Was du bestimmt nicht bedacht hast, aber was du, wo du jetzt sagst, ja stimmt. Und zwar hatte er am Anfang täglich Schluck auf. Ja, stimmt. Er hatte am Anfang täglich Schluck auf. Und ab 2 Wochen oder so, wo er so alt war, eigentlich nicht mehr. Also immer mal jetzt nur noch, aber es war wirklich am Anfang täglich und meistens so beim Wickeln nach dem Essen hat er sich ganz kurz verschluckt und dann gab es Schluck auf. Im Bauch hatte er auch ganz viel Schluck auf, aber auch nicht täglich, aber dann am Anfang jetzt schon, und aber mittlerweile nicht mehr so häufig. Genau, dann ist es so, dass er mittlerweile, also ich glaube, das war auch noch nicht am Anfang so, auf Licht reagiert, also wenn irgendwas hell ist, dass er dann niesen muss. Also wenn er geblendet wird, niest er so 3 bis 4 Mal, aber manchmal auch einfach so von selbst, also aber auch eigentlich nicht mehr als 4 Mal. Und dann zucken immer beide Arme und beide Beine so zusammen, das ist total süß. Ja, und das, also er niest auch oft auf dem Wickeltisch, muss ich sagen. So. Was wir noch beobachtet haben, eigentlich von Anfang an, ist, dass im Schlaf öfter mal die Augen aufgehen und dann so herumrollen. Das ist total süß. Das ist echt gruselig. Ja, aber wenn man das Weiße sieht. Ja, aber manchmal sieht man auch einfach, wie wirklich die Augen so rollen. Also da ist dann nicht nur so kurz Augen auf und wieder zu, sondern da bewegt sich innen drin. Und er zwinkert auch beim Schlafen, also mit geschlossenen Augen. Aber wenn er wach ist, zwinkert er in ganz riesigen Abständen. Das ist so schlimm. Ja. Ich habe mal versucht, das auch so zu machen, also ihn anzugucken, so lang mit offenen Augen, bis er wieder zwinkert. Keine Chance. Ja, der letzte Punkt, den ich habe, ist, dass nach 2 Wochen ungefähr zum ersten Mal beim Schreien von ihm Tränen kamen. Am Anfang gar nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Produktion erst so spät anfängt, aber das ist normal. Davon, also ich glaube, ich habe das mal gehört oder gelesen. Ich habe davon noch nie was gehört gehabt, aber das ist halt sehr, sehr auffällig gewesen. Es sind keine Riesentränen und ist auch wirklich erst, wenn er ein Stückchen geschrien hat, also wenn es ihm wirklich nicht schnell genug geht mit dem Essen und er dann sofort gleich die Krise kriegt. Also es kommen nicht direkt die Tränen, und aber halt auch nicht von Anfang an. Und damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Das sind aber Sachen, wo man sich nie Gedanken drüber macht. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch für das Zuschauen bei diesem Video. Nein, von diesem Video. Na.
für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen und dass es interessant war für euch, auch wenn wir eigentlich nur erzählt haben. Aber wir hoffen, dass es interessante Sachen waren, die wir erzählt haben. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Video.